Wir sind Laura und André und das ist unser Van Oscar. Diese 8 Quadratmeter sind seit einem Jahr unser Zuhause. Sie ermöglichen es uns, an unwirkliche Orte zu reisen, immer neue Ausblicke zu genießen und ständig neue Menschen kennenzulernen. Oh, und das ist Luna. Wir haben sie vor 4 Monaten adoptiert. Seitdem ist sie immer mit dabei und hält uns mit ihrer unstillbaren Energie auf Trab. Wohin uns unsere Reise noch führen wird und was wir noch alles erleben werden, seht ihr hier auf unserem YouTube-Kanal. Also, los geht's! Willkommen zu einem neuen Video von uns. Es geht endlich los. Mit Bauen. Die Ausbau-Vlogs starten. Aber wir hoffen, euch hat dieses kleine Intro gefallen. Es hat uns super Spaß gemacht, gerade zu filmen. Wir hatten diese Idee, weil wir eigentlich in der Garage bauen wollten. Aber jetzt haben wir gedacht, ach, hier auf dem Hof ist es vielleicht ein bisschen heller. Macht mehr Sinn. Wir haben gar nicht in Berlin gefilmt, weil wir da einfach irgendwie so viel zu tun hatten. Und wir sind gar nicht dazu gekommen. Und es verging dann irgendwie alles schneller wie gedacht. Wir sind wieder zurück. Wir wollen jetzt anfangen mit unserem ersten Projekt und zwar, habt ihr im letzten Video ja schon gesehen, unser Gaskasten, weil wir den Herd fest verbauen wollen. Hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, dass es super nervig war, den jeden Tag auf und wieder abzubauen. Es gibt so ein paar Voraussetzungen für einen Gaskasten, die man auf jeden Fall einhalten muss. Und zwar muss er eine Öffnung von 100 Quadratzentimeter haben, am besten nach unten. Und er muss mindestens 5 cm einen Sockel unten haben. Alles andere ist, glaube ich, ziemlich easy. Muss natürlich so luftdicht sein und ja, wir starten mal direkt. So ein Trick. Von meinem Vater. Okay, also. Einmal 60 Breite und 30 Höhe. Hey. Don't hate me now, it's the wood. Wir haben uns übrigens für eine Wandstärke von 10 mm entschieden, weil ich glaube, das reicht für so einen Gaskasten aus. Das muss ja nicht stabil sein, muss ja nur luftdicht sein. Ein Drilling, zeig mal. Oh nein. No. Ich dachte gerade, sie passt nicht. Oh Gott. So, ich glaube, das Grundgerüst steht soweit und ich zeige euch mal, wie es von innen aussieht. Also hier sind jetzt alle Ecken und Kanten ordentlich fett mit Silikon verschmiert und ja, jetzt müssen nur noch eine Tür rein. Da habe ich die falschen Teile gekauft, das müssen wir nochmal nachkaufen und das ging eigentlich schneller als erwartet. Wow, okay, wenigstens mal was. Ich räume jetzt nur noch ein bisschen auf und dann machen wir Schluss für heute. Guten Morgen! Ja, bevor es jetzt mit dem Bauen weitergeht, haben wir uns heute mal mit zwei Freunden zum Wandern verabredet. Ja, wir wollen einmal einen Tag Pause machen.
als wenn wir jetzt schon so viel gearbeitet haben. Nee, Quatsch, das war schon ein bisschen länger geplant. Genau, wir sind im Ockertal. Wir wollen heute mal das Ockertal bewandern. Das ist irgendwie so eine 10 Kilometer Wanderung und die soll richtig schön sein. Und es ist ein bisschen bewölkt heute, aber ich glaube, das kann auch ganz cool sein. Hoffentlich regnet es nicht. Guck mal, und wenn Laura vom Klo fertig ist, dann geht es auch gleich los. Oh Leute, es ist jetzt schon um 15 Uhr, wir sind um 11 Uhr losgewandert und wir haben gefühlt gerade mal irgendwie, was, 7 Kilometer geschafft oder so. Keine Ahnung, das dauert voll lange, aber wir wollen euch ja nochmal jemanden zeigen, weil wir sind ja mit Tiana und Max unterwegs und die sollen sich einfach mal selbst vorstellen, würde ich sagen. Hallo, ja, ich bin der Max. Und ich bin die Tiana. Ja, wir haben uns heute mal wieder fleißig inspirieren lassen von den beiden und wir wollen nämlich auch bald mal losfahren. Raus aus dem Alltag. Ja, wir haben auch einen YouTube-Kanal und machen auch so ein paar Videos, Fotos. Genau, genau. Wir dachten, wir unterhalten uns heute einfach einmal mit André und Laura darüber, wie deren Reise so abgelaufen ist. Und wir finden das total spannend, uns da, wie gesagt, ein paar Inspirationen zu holen und Tipps, wo man so überall hin kann. Ja, und wir haben ja demnächst auch mal vor, für ein paar Monate wegzufahren. Wir wissen noch nicht genau wann und wohin, aber das wird noch alles geplant. Auf jeden Fall haben wir jetzt große Lust, weil das hat alles, klingt alles so super, aber das sah ja auch schon in den Videos immer so schön aus. Ja. Ja. Genau. Und ihr wollt das auch festhalten bei YouTube? Wir wollen das bei YouTube festhalten, aber bei YouTube machen wir auch noch so ein paar andere Sachen. Tiana ist sehr aktiv auf Instagram. Genau, genau. Und auf YouTube haben wir bisher so ein paar Alltagsvlogs einfach gepostet, wo wir uns zeigen im Alltag. Max ist sehr gerne heimwerkerisch unterwegs. Ja, ich bastel immer sehr gerne was. Ja. Der Bus muss auch noch so teilweise ausgebaut werden. Da wollten wir ein paar Videos machen. Ja.
Voll cool. Dann also. Schauen wir da mal rein, oder? Ja, ja. Sehr, sehr gerne. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Unser Ziel erreicht? Ja. Ja, der Wasserfall? Ja. Wie heißt der Fall hier? Romke-Fall? Romke-Haller Wasserfall oder so? Wow, schaut euch das mal an hier. Luna will hier mitten rein. Luna, komm her. Luna will gleich da runter springen. Ja. So, why are you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair. Bist du auch so kaputt wie ich? Ja. Wollen wir ins Bett gehen? Ja. Sag mal was. Oh, warum bist du jetzt hier auf einmal? Du stehst hier mit einer Kamera. Meine Hose ist offen. Das sieht man gar nicht. 12 Kilometer waren. Ich bin richtig fertig. Und wir haben dafür 7 Stunden gebraucht. Oh Gott, ich bin richtig, richtig kaputt. Ja, ich habe uns Joghurt mitgebracht. Oh, sehr gut. Na los, dann jetzt ab ins Bett. So, es ist wieder ein Tag später und wir bauen weiter. Ich werde mich heute um unsere neue Tischplatte kümmern, weil wir wollen uns einen besseren Tisch einfach mal bauen. Die werde ich jetzt ein bisschen abschleifen und dann lasieren. Und André wird den Gaskasten fertig bauen. Und dann sind wir mal gespannt. Gesundheit. Oh Gott, Entschuldigung. Okay, und während Laura da schön gerade den Tisch lasiert, versuche ich jetzt mal am Gaskasten weiterzumachen. Und zwar haben wir da eine Fensterdichtung gekauft. Und wir hoffen mal, dass das gut genug klebt und eben auch gut genug abdichtet. Weil der muss ja dicht sein, ne? So, die Dichtung ringsrum ist dran. Ne? Und jetzt versuche ich die Tür einzusetzen. Ich hoffe, man ist sich da so unsicher. Ihr habt doch sicherlich auch schon mal irgendwo einen Gaskasten gebaut. Ist man sich da zu 100% sicher, dass der dicht ist? Oder wie kriegt man das denn hin, dass man sich da wirklich sicher ist? Sieht doch nicht schlecht aus. Zack. Kann man da nicht irgendwie eine Rauchbombe oder sowas reinstellen? Time. Yeah. Oh, der riecht aber gut. Gespannt, da haben wir gar keinen Platz mehr drin dann. Nicht mehr viel, ne? Ich meine, oben ist ja trotzdem ganz gut, weil da können ja dann auch schwere Sachen eigentlich drauf.
ein Thema. Mal gucken, ob er aufgeht. Aber da könnt ihr jetzt die Feuerlöscher. Oh, perfekt. Cool. Ja, na dann lass uns jetzt aufräumen und rein, oder? Ja. So ihr Lieben, das war's für dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben euch ein bisschen mit dem Bauen mitgenommen und beim Wandern. Und ja, wir machen morgen noch eine neue Wanderung. Die kommt dann nächste Woche ins Video. Und genau, vergesst auch nicht bei Tiana und Max vorbeizuschauen. Und ich sag jetzt auch mal was. Tschüss. Bis dann. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ey Leute, was macht ihr denn hier Verbotenes? Hier ist ein Abschwerband. Ey, mach das Schild mal wieder ab. Woher hast du denn das? Ja, ist echt so. Das hast du doch da eben aufgehangen. Das hat schon einen Sinn, warum das da ist. Oh, wow, das stimmt. Ekelhaft. Ist doch ruhig in Luft.